Jetzt kommt diese bunte Mischung mit dem schönen Namen Avantgarde in dem neuen Titel 7 Days. Begrüße Sie zum Musikladen. Sie wissen, wir haben heute ein richtiges Jubiläum. Es ist nämlich der 75. Musikladen und der kommt auch wie immer wieder live aus Bremen. Eine Stunde lang Newcomer und natürlich auch Topstars. Ja, und während in Bonn erst morgen ausgezählt wird, können Sie das heute schon bei uns tun am Abend. Denn wir wollen ja wieder den Lieblings-Oldie wählen. Vier Stück gibt es an der Zahl, die wir für Sie ausgesucht haben. Und der erste ist die Nummer 2 unserer letzten Sendung. Die Rolling Stones mit 2000 Light Years from Home. Ja, und die Nummer 2, vielleicht eine kleine Erinnerung an Mark Bolan, der ja vor 5 Jahren gestorben ist. T-Rex mit Ride a White Swan. Thunder and Lightning ist die Nummer 3 mit Shy Coltrane. Und die Nummer 4, Albert Hammond, It Never Rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob Sie noch telefonieren können. Die Vorwahl von Bremen haben Sie sicherlich noch im Kopf. Die 0421. Genau, das ist richtig. Und jetzt kommt die Nummer vom Musikladen. Haben Sie auch noch? Besser, ich sag's nochmal. Die 3311. Ja, und schon sind wir mittendrin in den englischen Top 10. Hier eine Gruppe, die Sie alle kennen, The Bell Stars, mit dem schönen alten Clapping Song. Ja, putzmunter die Mädelchen, nicht? Die Bell Stars mit dem Clapping Song. Auch unser nächster Titel hat schon einige Jährchen auf dem Buckel. Neil Diamond hat ihn geschrieben. Es war einer seiner größten Erfolge. Song Sun Blue. Und hier gibt es eine neue Aufnahme mit Altered Images. Sun Blue, everybody knows why.
Aus dem Land der Tagliatelle, Rosanna Fratello. Vor 13 Jahren schon hatte sie ihren ersten Erfolg auf dem Sanremo-Festival. Inzwischen ist sie in Italien natürlich ein Topstar. So, und jetzt kommt einer, der es endlich wissen will, ob auch er, genau wie sein Schlagzeuger Max Werner, eine internationale Karriere machen kann. Und hier ist der erste Schritt dazu. Toi, 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 aus Holland, Edward Rickers. Hey.
sausage to whichever road you take. Is it plain enough for words, or just too complex to see the move we're making? A corny legend. Love will soothe the ones that feel forsaken. Seit Holland, willst du say I love you? Ja, und für alle, für die der Sommer nicht heiß genug war, haben wir jetzt eine super Tropenmischung, eine Mischung aus Burma, Mauritius und England. Und für Hundefreunde ist der Name der Gruppe ganz einfach zu merken. Sie heißt nämlich Bow Wow Wow. Sets the summer sun on fire.
Und jetzt kommt ein Titel, ja, mit einem ganz blonden Wesen. Ein Titel, der sicherlich auch bei uns zu Lande sofort in die Ohren geht. Aus den englischen Charts, Natasha mit Aiko Aiko. Den nächsten Titel, den kennen Sie vielleicht, weil es nämlich ein echter Klassiker der Doobie Brothers ist, von dem es jetzt übrigens eine neue Version gibt, die in Amerika, in Frankreich, in Italien bereits ein Hit ist. Bin gespannt, wie es bei uns werden wird. Ja, und hier ist Long Train Running mit den Tracks. The Tracks!
Ja, der nächste Gast hat eigentlich gedacht, um seine Herkunft und alles, um ein Star zu werden. Die Mutter amerikanische Sängerin, der Vater Italiener, er in Frankreich aufgewachsen, arbeitet jetzt in Rom. Im letzten Jahr kam sein erster eigener Titel heraus und jetzt gerade sein zweiter. Und der heißt schon, man höre und staune, Masterpiece. Hier ist Gazebo. Tja, wenn man in Jamaika geboren ist, dann hat man wahrscheinlich von Natur aus schon Musik im Blut. Aber sie hat außerdem noch damit Riesenerfolge. Ihr neuer Titel wurde bereits vergoldet. Er steht seit Wochen in der Spitze der niederländischen Charts. Und ich freue mich, dass sie hier ist, June Lodge. Zur Hand hat, nicht? Und jetzt kommt eine Riesentruppe, nicht nur, weil sie zu 10 sind, überhaupt. Und hier können wieder Wetten auf einen neuen Hit abgegeben werden. Cool and the Gang mit Big Fun. Tommy Overstreet. Well, this mission where I'm staying gives me shelter from the cold, and they satisfy my hunger with their soup.
My toes begin to tapping and my hands begin to clapping when the captain leads in song and preaches truth. Now, Mom, it ain't the Hilton, but it sure beats Central Park. And I write another song most every day. And right outside my window is a blinking neon sign that tells me all night long that Jesus saved. Now, Mom, I'm still a Christian, and my faith is just as strong. And I've never given in to demon run. But, Mom, I can't get started. That old Red Sea hasn't parted. For they say there's too much Texas in my songs. So stretch the truth to Jenny and the folks in Abilene. Say I played a song for Johnny Cash today. And Mom, you won't believe it, but they stop you on the street and tell you face to face that Jesus saved. Jesus saved. It's flashing on a sign painted white. On a bench I slept one time, subway wall. Stop shouting it at me, cause I knew it long ago. Big Apple, well, it's rotten to its core. But Mom, I don't know when I'll make it home. I might move on to Nashville if the apple don't work out, cause it's lonely in a city made of stone. Well, it's uphill and it's grinding, but success can be so sweet. And the old hands say that I'll improve with age. But if all the world's a prophet, let me be its only fool. Cause Mom, I never doubted Jesus saved. Jesus saved. It's flashing on a sign painted white. On a bench I slept one time, subway wall. Stop shouting it at me, cause I knew it long ago in Abilene. Country Star Tommy Overstreet. Ja, in unserer Videoshow haben wir heute den Schrecken von London für Sie, aber ich garantiere Sie einen Schrecken, der Spaß machen wird. Hazy Fantasy mit John Wayne is Big Lucky. Und selbst wenn Sie Wetten abschließen würden, es ist kein Zeichentrickfilm. Ja, unsere nächste Sängerin erregte schon mit 15 Jahren riesiges Aufsehen, denn sie war die Mitbegründerin der populären Mädchenrockgruppe The Runaways. Inzwischen ist sie aber wieder sehr erfolgreich auf Männer umgestiegen. Hier ist Joan Jett and the Blackhearts. Because
Joan Jett and the Blackhearts. Ja, unsere nächste Sängerin hat es nicht nur Deutschland angetan, sondern ganz besonders auch der Musikladen, denn sie ist schon zum dritten Mal unser Gast. Eigentlich sitzt sie schon so etwas wie in den Startlöchern für ihre große Deutschland-Tournee und jeder, der sie kennt, weiß, dass sie ein Erfolg wird. Hier ist Helen Schneider with a Kick. Piece of my heart. Ja, im Showgeschäft gibt es manchmal auch noch kleine oder große Wunder. Da wird plötzlich ein Song ohne große Promotion, ohne jemals im Fernsehen erschienen zu sein, über Nacht quasi ein Hit, eine Nummer 1. Und diese Nummer 1 präsentieren wir heute Abend im Musikladen. Monsieur F.R. David mit Words. It isn't easy.
Ja, von dieser Nummer 1 nun zu einer Frau, die das Gefühl sehr gut kennt, eine Nummer 1 zu sein. Denken Sie nur zum Beispiel an Betty Davis Eyes. Und hier zum ersten Mal nun im Musikladen eine der erfolgreichsten Sängerinnen überhaupt. Hier ist Kim Korns. Kim Korns, Voyeur, ja. Ich will jetzt auch mal ein bisschen Voyeur spielen, wie es heute Abend bei unseren Oldies aussieht. Einer aus dem Jahre 1973 hat gewonnen, All But Heaven, It Never Rains in Southern California. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure rang true. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya, it pours, man, it pours. Out of work, I'm out of my head. Out of self-respect, I'm out of bread. I'm underloved, I'm underfed. I wanna go home. It never rains in California, but girl, don't they warn ya, it pours.
ein Hit war, da war er schon über 10 Jahre ein Superstar. Einer der besten Exportartikel Englands. Und seine Deutschland-Tournee, die am 10. Oktober beginnt, wird das wieder beweisen. Begrüße wieder mal im Musikladen Mr. Cliff Richard. Isn't enough to pretend to make out our hearts are hot. In our own hands, we hold all the cards. It has to be, it has to be, it has to be me, it has to be me, it has to be everyone, everyone together. It has to be, it has to be, it has to be me, it has to be me. We're all trying to make it, trying to make it better. It has to be you, and it has to be me. We're so blind. It has to be me. It has to be me. Isn't it sad? Isn't it strange? We say we need to rearrange. Never ourselves, always somebody else. Another defense, another excuse, pointing the finger where we choose. Just don't believe it's ourselves we deceive. It has to be, it has to be you, it has to be me, it has to be me, it has to be everyone together. It has to be you, it has to be you, it has to be me, it has to be me. We're all trying to make it better. It has to be you, it has to be me. We're so blind that we can't see. But it has to be, it has to be you, it has to be me. Everyone's got to be me. Das war's für heute. Thank you, everybody. Die nächste Sendung dann am 11.11. Schönes Datum. Nicht vergessen bis dahin. Tschüss, Wiedersehen. Wir schalten.